days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up in the way. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Patch Notes von Patch 1.2.0, das am morgigen Donnerstag um 18 Uhr deutsche Zeit, also 9. November um 18 Uhr deutsche Zeit online geht. Bis dahin wie immer alle Spiele beenden, nicht online sein, nicht im Spiel sein, weil auch blöd ist, das Spiel auf einmal beendet und ihr fühlt hoch halt, deswegen vorher gucken, dass das Spiel beendet ist. Wie lange die Server down sind, ist ein bisschen schwer zu sagen, wird wieder abhängig sein, wie lange das ganze Zeug dauert. Das nehmen wir auf einen Haufen Patch Notes. Ich habe mal alle übersetzt, filter mal die wichtigsten raus, los geht's. Ich habe euch die deutsche Übersetzung dazu sowohl mein Discord-Channel angehängt, als auch in das Video hier unten drunter. Also, hallo NHL-Fans, hier sind die Patch-Notes für die 1.2.0-Patch, die am 9. November um 12 Uhr Eastern Time, also um 18 Uhr deutscher Zeit, USA mittlerweile auch umgestellt, eben rauskommt. Also zum Gameplay. Community Feedback. Lacrosse Shot ist mit Spielern mit niedriger Deking-Bewertung zu einfach durchzuführen. Habt ihr die Sachen ja schon gestern in dem Gameplay-Video bzw. in diesem Interview von Sleeves mit Mike Engelhardt schon angeteasert, was da alles kommt, aber jetzt ist eben die definitiven Patch-Notes dazu. Es besteht die Möglichkeit, einen Lacrosse-Versuch zu vereiteln, während man die Bewegung mit der Schaltfläche Total Control ausführt. Je niedriger der Deke-Attributwert der Skater ist, desto höher ist die Chance auf einen Bobble, das heißt, dass die Scheibe einfach runterfällt. Die Schwierigkeit, einen Lacrosse-Versuch über den Skillstick durchzuführen, wurde erhöht, um NHL 23 zu entsprechen. Also die gleichen Moves hier auch wieder links halten, dann nach unten drücken und rumziehen. Der rechte Schläger erfordert jetzt eine gleichmäßige Rotationsgeschwindigkeit, sonst verliert das Spiel den Puck. Skilled Up X-Faktor verbessert die Wiedergabegeschwindigkeit der Animation wie zuvor und behält die Kontrolle über den Puck, ähnlich wie im letzten Patch. Also Skilled Up ist die Fähigkeit, was Seagrass auch hat, also der Lacrosse-Schläger. Community Feedback. Spieler erleiden unbeabsichtigte Push-Check-Strafen in der Offensivzone, wenn sie versuchen, einen losen Puck einmal zu schießen. Auch das habe ich gestern schon im Video gezeigt. Das gerne nochmal angucken, wenn ihr noch irgendwelche optischen Beispiele wollt. Wenn sie die Sichtkontrolle erhalten, während sie sich in der Angriffszone befinden und der Gegner nicht im Besitz des Pucks ist, hat bei Verwendung des rechten Sticks nur das Schießen Vorrang vor dem Schlagen. Also wie gesagt, genau das, was ich gestern gezeigt habe, sobald man eben die Sichtkontrolle, die Vision Control, die Taste hält und diese Icons über den Kopf auftauchen, hat eben der Stick, verliert eben der Stick die Möglichkeit, diesen Push-Check zu machen. Community Feedback. Spieler haben beim Anstürmen eines Passes unbeabsichtigt die Möglichkeiten gefunden, den Puck zu schießen, was zu Kurvenschlägen oder unrealistischen Schussanimationen führte. Auch der ist gestern im Video schon gezeigt, diese Kurvenschüsse. Die gemeldeten Probleme wurden behoben, sodass Spieler nicht die falschen Schussanimationen auslösen und sich einen unfairen Vorteil verschaffen können. Community Feedback. Das Aufladen von Schulterchecks kann dazu führen, dass ihr Skater schneller wird, auch geil. Wenn er sich auf einen Treffer ausrichtet, wodurch er unbeabsichtigt zu einem anderen Spieler aufschließen kann. Also eben dieses, habe ich auch im Video gestern gezeigt, dass er eben diesen Geschwindigkeitsboost bekommt, wenn der eben, wenn man die Kreis- bzw. die B-Taste auf der Xbox drückt. Die maximale Geschwindigkeit, die ein Skater erreichen kann, während ein Treffer ausführt, wurde begrenzt. Der Bonus Trefferunterstützung bei Verwendung der Truculence, also Wildheit, Zonenfähigkeit, wurde entfernt. Community Feedback. Torhüter stecken zu lange in ihrer Poke-Check-Animation fest, ohne dass sie einen Save auslösen können. Dies ermöglicht es den Spielern, sie einfach mit einem Sack zu locken und dann zu punkten. Okay, mit einem Sack. Bei einigen Poke-Check-Animationen dauert es zu lange, bis sich der Torwart ausdehnt und erholt. Nach dem Höhepunkt einer Poke-Check-Animation, also da, wo der Schläger eben am weitesten ausgefahren ist, können diese nun eine Save-Animation ausbrechen. Also der kann quasi schneller wieder zurück und ist bereit, einen Save zu machen. Extrem lange Poke-Check-Animationen wurden gekürzt, um konsistenter mit der übrigen Poke-Check-Animation zu sein. Community-Feedback. Spieler haben eine Möglichkeit gefunden, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tor zu erzielen, indem sie den Puck schießen, während der Torwart in einer bestimmten Pose vom Hackpost abweicht. Also das, was ich als mein Lieblingstor bezeichnet habe, dieses eben aus dem Eck rausrennen, in der Kurve am Bullypunkt zu schießen. Der Abstand, in dem ein Torwart den Pfosten umarmt, wenn ein Feldspieler aus der Ecke kommt, wurde leicht erhöht, sodass er kontrollierte Butterfly-Paraden ausführen kann. Also die Chance, dann über die Schulter reinzuschießen, ist damit ein wenig reduziert worden. Community Feedback. Spieler haben einen Weg gefunden, die Geschwindigkeit unbeabsichtigt zu steigern, während sie mit bestimmten Feldspielern
Und mit der Rückhand einen Untertassenpass zu sich selbst, also einen Saucerpass zu sich selbst machen. Auch das hat man letztes Jahr eigentlich, dieses Jahr gibt's, geht es eigentlich gar nicht mehr so, dass man die Bande entlang läuft, indem man diesen, ja, die Saucerpass-Taste ganz kurz einmal antippt. Geht dieses Jahr gar nicht so. Aber gut. Die Distanz, die der Puck bei Untertassenpass, also beim Saucer mit minimaler Leistung zurücklegt, basiert jetzt auf der Geschwindigkeit des Spielers, wodurch der Puck weiter vom Spieler weggedrückt wird. Community Feedback. Skater geraten unbeabsichtigt in die Slapshot-Aufziehanimation, während sie Protect-Puck gestoppt haben, während sie den rechten Stick nach unten gedrückt haben. Also auch da, man muss ja denn, früher hat man einfach nur die A-Taste gedrückt, beziehungsweise die X-Taste gedrückt gehalten, um den Puck abzuschirmen. Das geht jetzt mit dem rechten Stick. Und da gab es eben auch Probleme, dass manche einfach halt ausgezogen haben, statt den Schuss oder den Puck zu protecten. Benutzer müssen den rechten Steuerknüppel in der neutralen Position bringen, um den Steuerknüppel erneut nach unten zu drücken, um einen Schlagschuss vom Schutzpuck auszulösen. Also das muss man quasi erst nochmal den Stick loslassen, in die Mitte bringen und dann kann man nochmal wirklich den Schuss erst machen. Weitere Korrekturen, jetzt kommt wie gesagt einiges. Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei dem Vision Pass-Symbole nach dem Ende des Zeitraums sichtbar bleiben. Hatte ich nie gehabt. Es wurde ein Problem behoben, bei dem NHL-Skater, die ihren Helm verloren hatten, nicht direkt zur Bank liefen. Hatte ich oft. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Verwendung vom Vision Pass zum Übergeben an einen zusätzlichen Angreifer einen Poke-Check-Animation auslösen musste. Da auch ganz kurz erklärt, wenn man Torwart rausnimmt, dann hat man ja noch einen Spieler mehr, dann war da immer die L1, beziehungsweise ja, wie heißt das auf der Xbox, halt die obere rechte Taste, mit der man normal dann den Poke-Check macht, war dann die, wo man den zusätzlichen Spieler anwählen konnte oder anpassen konnte und dadurch hat man eben auch einen Poke-Check gemacht, also auch verständlich, dass es gefixt wurde. Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Team in Overtime versehentlich eine Strafe wegen zu vielen Männern erhalten konnte. Auch geil. So typische Hobby-Schiedsrichterstrafe eigentlich. Wurde ein Problem behoben, bei dem in Ones ein zusätzlicher Torwart-Indikator sichtbar war. Wurde ein Problem behoben, bei dem die Anspielposition falsch war, nachdem ein Netz von der Verankerung geworfen wurde. Okay, also quasi dann wurde nach einem verschobenen Tor das Fade-Off stattfand. Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Shotblock-Animations falsch abgespielt wurden. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Torhüter im Hackpost durch das Netz geschubst werden konnte. Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich Netze während des Spiels zu leicht von der Verankerung lösten. Okay, die Münchner Tore. Dann die weitere Aufteilung auf die Modi-Turnier Champions Hockey League. Neue Regeln für das Turnier hinzugefügt. Kleinere Strafen werden wie große Strafen verhängt. Eine Mannschaft, die eine kleine Strafe verursacht hat, bleibt in Unterzahl, auch wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt. Okay, also quasi wie es jetzt in der echten, in der CHL jetzt auch umgesetzt wird. Verbüßung einer aufgeschobenen Strafe. Eine kleine Strafe wird auch dann verbüßt, wenn ein Tor erzielt wird, wenn eine aufgeschobene Strafe anhängig ist. Also auch da ist ja die neueste CHL-Regel, dass wenn eine Strafe angezeigt wird und es fällt ein Tor, dann kommt die Strafe trotzdem auf die Uhr. Vorher ist ja die einfach dann erloschen oder nicht durchgeführt worden. Ein Tor in Unterzahl löscht die aktuelle kleine Strafe. Wenn eine Mannschaft in Unterzahl punktet, endet die kleine Strafe gegen das Tor. Dann Franchise-Modus. Reglementierte Siege zur Rangliste hinzugefügt. Es wurden mehr chemische Verbindungen zwischen X-Faktors und für Fähigkeiten hinzugefügt, die auf Schlittschuh-, Schuss- und Puckfähigkeiten basieren. Erhöhter Einfluss des gesamten Spielerwerts bei der Ausführung von Head Coach Preferred Lines für alle Trainer, also die vorgeschlagenen oder die vorgeschlagenen Linien oder Reihen. Es wurde ein Problem behoben, bei dem CPU-Teams keine Zwei-Wege-Verträge unterzeichnen konnten, weil die Gehaltsobergrenze erreicht wurde. Diese Änderung hilft den Teams, mehr Verträge zu unterzeichnen. Es wurde ein Problem behoben, bei dem CPU-Teams potenzielle AHL-Spieler in Free-Agency-Verträgen für Einstiegsverträge verpflichteten. Während der Neuunterzeichnungsphase kann diese Änderung dazu führen, dass Teams keine weiteren Verträge unterzeichnen. Die gleiche Anzahl an Spielern wie zuvor, es werden jedoch Spieler verpflichtet, die bessere Entwicklungschancen haben. Okay. Problem mit dem auf dem Conn Smythe Trophy Overlay aufgezeigten Statistiken behoben. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler ohne gescoutete X-Faktors in der Spielersuche angezeigt wurden, wenn nach Spielern mit X-Faktors gefiltert wurde. Verbesserte Logik für die Unterzeichnung von Rookies, damit CPU-Teams mit der Unterzeichnung schwächere Interessenten, die Potenzial haben, zurückhalten können, bis sie sich weiterentwickeln. Verbesserte CPU-Teamlogik, sodass sie weniger häufig Spieler mit geringen AHL-Potenzial in der Free Agent verpflichten. Dann die Creation Zone. Ungültiges UI-Pop-up beim Erstellen einer großen Anzahl von Spielern und Teams entfernt. NHL-Torwart-Ausrüstung mit Shell-Logo zur Offline-Erstellungszone hinzugefügt. Bei der Vorschau von Spieler-Audio-Emotes in der Creation Zone wird die Musik jetzt geduckt, also gedämpft.
verschiedene UI-Korrekturen. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Spieler die Spieler- und Torwart- und Teamerstellungslimits der NHL 23-Stufe nicht umgehen konnten. Spieler können jetzt Folgendes. Insgesamt 80 Teams, insgesamt 1750 Skater und insgesamt 250 Torhüter erstellen. Dann zur Präsentation. Face-off-Hype-Spotlights. Reduzierte Helligkeitsintensität. Animierte Logos laufen nicht mehr auf der Hand des Schiedsrichters zusammen, wenn er den Puck fallen lässt. Ist mega nervig in Edmonton und ich glaube in Dallas war es auch so. Das Ziel-Multiplikator-Banner erscheint jetzt ordnungsgemäß im Übertragungsablauf in Hoodrush. Hoodrush bin ich echt gespannt. Behebung eines Problems, bei dem die Punktuhr die verbleibende Zeit falsch anzeigte. Okay? Verbesserte Authentizität des Torhorns, der Detroit Red Wings und der Buffalo Sabres. Dann zum Kommentar. Korrekturen des falschen Verweises auf Überstunden im Shootout-Modus. Also wenn das quasi das Shootout nach drei Schützen jeder sein nicht entschieden wurde, dann gibt es ja den Überstunden mehr oder weniger. Korrekturen des falschen Verweises aufs erste Tor bei Toren, die im World of Chell Drop-In erzählt wurden. Verbesserung des Shotblock-Kommentarflusses. Behebung eines Fehlers, bei dem in der Einführungsrede fälschlicherweise auf Teams verwiesen wurde, die aus westlichen, östlichen Conference-Teams stammten. Dann haben wir hier tollenweise World of Chell Updates. Es sind wirklich einige. Also wie gesagt, ich hänge euch den Link unten dran, könnt ihr euch nochmal durchlesen. Seit ich selber kein World of Chell spiele und auch die Probleme nicht kenne, kann ich da jetzt echt schwer drüber sagen. Deswegen würde ich das immer überspringen und gleich zum Hockey Ultimate Team gehen. Kämpfe aus Hood Moments entfernt. Habe ich gestern schon gesagt, auch das ist mega gut. Probleme in Hood Moments behoben, bei dem verdiente Münzen erst nach dem Zurückkehren zum Hood-Hauptmenü gutgeschrieben wurden. Problem in Hoodrush behoben, bei dem das Paket nicht korrekt angezeigt wurde. Paket? Ach, da hatten die Packs, die man dann quasi in den Rewards kriegt, die hatten dann falsche Logos in diesem Zeitstrahl. Es wurde ein Problem im Bildschirm-Handelsstapel, also behoben, bei dem das Zurückkehren von Preisvergleichen zum falschen Bildschirm führte. Auch das, wenn man quasi aus dem Tauschstapel wieder rausgeht, kam er ganz raus ins Auktionshausmenü und war dann oben links mit dem Cursor. Da kommen wir jetzt auch wieder zum richtigen Bildschirm zurück. Problem behoben, bei dem einige Jersey-Bilder auf Gegenständen nicht in der richtigen Proportion angezeigt wurden. Auch das, weil bei manchen waren wirklich die Logos dann außerhalb noch von der Karte mehr oder weniger. Problem mit der Möglichkeit, zuständige Angreifer und Shooter-Aufstellungen zu bearbeiten, behoben. Verschiedene UI-Korrekturen. Dann wurden diverse Trikots hinzugefügt oder aktualisiert, unter anderem das Heritage Classic-Trikot von den Calgary Flames und von den Edmonton Oilers, ein paar andere Trikots noch. Toronto, noch das dritte AHL, ECHL, Finnland, Schweden, das war's, ja, also die ganzen Sachen. Sind dann ab morgen, wie gesagt, ab 18 Uhr deutscher Zeit, dann eben mit drin, wie gesagt, die ganzen World of Chell Sachen gerne. Ich hänge euch das Transkript, wie gesagt, in Deutsch auch unten dran ans Video, dann könnt ihr gerne durchlesen. Also ist echt einiges, was hier gemacht wurde. Ich hoffe natürlich zum Vorteil. Damit sind wir am Ende vom heutigen Video angelangt. Vielen Dank fürs Einschalten, wie immer. Und wie gesagt, morgen Patch Day. Ich hoffe, es wird besser. Sauber bleiben. Ciao. A little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. Yeah.